Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wie ich am Ende des letzten Videos angekündigt habe, habe ich einen Livestream gemacht. Und zwar von kurz nach 8 bis kurz nach 10 Uhr morgens. Und wahrscheinlich die nächsten paar Tage auch immer zwischen 8 und 10 Uhr. Und ich habe ein bisschen die Map weitergemacht, halt die Nebenaufgaben. Wir haben einmal hier komplett alles, die Map runter, links und rechts gemacht. Hier musste ich noch einmal hin, das werde ich aber dann morgen früh noch mal im Livestream machen. Sonst hier so alles komplett durch. Hier war noch und da war noch, aber sonst hier auch die ganzen Lager und sowas gemacht. Alles weg, alles durch. Hier lang auch schon mal. Hier. Und dabei habe ich natürlich ein bisschen Stuff bekommen. Den werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Erst einmal, ich habe auf Level 24 von dieser Daily diesen Leggy Sichelschwert bekommen mit Vergiftung. Dann haben wir noch bekommen irgendwo von einem dieser Phylakis-Typen. Anscheinend immer, wenn man einen von denen besiegt, bekommt man einen Leggy-Gegenstand. Haben wir da auch noch mal was bekommen, denn natürlich sehr, sehr viel Stuff halt von den ganzen Nebenquests und so weiter. Dann haben wir noch einen, wo ist er? Hier, ein Leggy Kriegerbogen bekommen. Den gab's von der Quest. Und zwar, wie hieß die Stadt? Zeiss? Genau, hier. Bei der Stadt Zeiss ist, wo war das, hier oder irgendwie so, war ja dieses eine Gebäude, wo man durch einen Spalt in der Wand in so einem Hinterraum gehen konnte, wo so wie beim Freund von Bayek auf dem Tisch so Quests liegen, und bei einer Quest bekommt man so eine kleine Questreihe und als Belohnung habe ich da den Bogen bekommen. Was gab es denn noch? Genau, ich habe die Level 20 Quest hier oben im Theater hier gemacht. Da gab es auch eine kleine Questreihe und wenn man die fertig gemacht hat, hat man hier Basis nochmal ein Kamel bekommen. Und wie man an meinem Level sieht, ist es jetzt, ich bin jetzt 3 Level höher und ich hoffe, das reicht dann jetzt auch für die Leute hier. Also es lohnt sich wirklich auch, die Nebenquests mitzumachen und auch mal so ein, wenn man es schafft, so einen Phylakis-Typen zu erledigen. Der war echt nicht einfach. Ich war auch immer so kurz vorm Sterben. Ich habe es zwar auf Twitch, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie noch mal zusammenschneide oder so. Hallo? Der war sehr gemein. Okay, wir müssen eigentlich nur hier runter. Aber ich würde auch gern hier alles erledigen. Mal Pfeil wieder. Ja.
Das war's! Stirb! Okay, alles erledigt. Bitte. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hol dich hier raus. Ach. Kannst du mit dem klettern? Danke. Geht nicht. Geht auch nicht. Hey! Ich spreng dich um! Halt! Hey, was? Ja, erstmal lege ich ein Stück weg. Hier kann ich dich absetzen. Götter, hab Dank. Hat Totefress dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Wirst du mir helfen? Totefress reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt Söldner, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl. Okay. Nimm doch gleich das Schiff, was da ist, würde ich sagen. Ey. Du hast so ein paar Pfeile von mir. So, nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodorus. Wir haben gemeinsame Interessen.
Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden Einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodorus übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Soll heißen, nimm Quests an. Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhyres. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen. Level 39, ey. Level 37. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Euhemeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? Okay, eine 26-Quest. Die könnte man im Livestream nochmal machen. Hatte ich hier schon? Nein, natürlich nicht. Da habe ich überall noch nichts. Funktioniert nicht. Eigentlich sollten die einen auch fahren. Die Götter lieben großzügige Seelen. Eigentlich fahren die einen auch, aber irgendwie. Weg! Weg mit dir, ich habe wichtige Magi-Aufgaben. Kann ja wohl nicht sein.
Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Endlich kann ich porten. Das ist halt gut gemacht, wenn man eine Stadt erreicht, dass man praktisch die in die Mitte der Stadt importen kann. Sperrgebiet, die ganze Stadt. Wir müssen hier aufräumen und alles wieder ans Laufen bringen. Renut? Ja. Hutterfress schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen. Und ich habe die Puppe eurer Tochter. Gut. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank. Komm, wir essen und reden. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bayek. Und ich nenne sie Iset. Und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Seit Hutefress diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht. Und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hutefress gesorgt. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Das könnte gefährlich sein. Die ptolemäischen Behörden arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Sie machen das alle paar Tage. Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Komm schon, Onkel Bayek. Von diesem Dach aus kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Du hast doch keine Höhenangst, oder? Geh vor, meine Kleine. Ich folge dir. Wo hast du gelernt, so zu klettern? Das macht sicher Spaß. Ich komme oft hier hoch. Von hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein, sind sie aber nicht. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Ja. Und Soldaten. Danke, Shadia. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Es könnte gefährlich werden. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Iset kann kämpfen, weißt du? Sie wird mich beschützen. La la la, la la la, la 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 la. Bis bald, Shadia. Ich wünsche dir viel Spaß mit Iset. Bleib doch stehen, Junge, so treff ich doch nicht. Komm hoch, du. Idioten. Ne, was springst du da wieder runter? Sollst du da hoch? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Was geht hier vor? Alarm! Hier drüben!
Stirb, du Wurm! Alter, was hält der denn aus? Schlitze ich auf! Also manche Gegner, die halten wirklich enorm viel aus, ey. Achso, jetzt habe ich die auch noch vergiftet mit meinem Schwert. Das ist sehr cool. Wenn da jetzt ein anderer rangeht, um zu gucken, was da los ist, auch vergiftet. Na, ich... Ach, sie geht nicht auf. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Gibt es einen anderen Eingang? Immer, Bayek, immer. Tschüss. Habt ihr gesehen, wie ich die Luft erstochen habe und dafür 10 PP beworben habe? Ui. Natürlich die Hausdiener umgebracht. Was ist denn hier schon los? Alle. Alter. Götter. Das ist von Shadia. Sie hat die Aufzeichnung. Und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Wo ist Renut? Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon! Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Neck! Neck! Aus der Richtung nicht gerade. Die stehen auch überall Gebäude im Weg da. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist eine Buße. Was? Friss das, du Ratte! Natürlich, Alter. Steht mir jetzt im Weg. Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Ich hab das Ziel in Sicht! Ach, hier kommt man nicht durch, Alter. Aber hier gibt's was zu mitnehmen. Halt, stopp! Ich dachte, ich könnte hier durch. Halt! Bleib hey! Das war's! Stirb! Sie ist schon tot. Helft mir mal hier drüben! Leute!
Shadia. Shadia. Ich würde mich verarschen, Alter. Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Der Typ ist sowas von tot, Alter. Die Aufzeichnungen. Fort. Wenn ich den finde. Meine Tochter. Meine Shadia. Er hat uns wirklich alles genommen. Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt Neshadja zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Renut dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Banditen? Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Was ist das? Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Jetzt bin ich richtig angepisst, ey. Darüber. Okay, dann im nächsten Part darüber ein Krokodil suchen. Und auf jeden Fall umlegen. Und im Livestream denn morgen früh machen wir den Rest. Das heißt hier was um die Pyramiden rum ist. Komplett beide Gebiete hier. Dann habe ich hier unten noch einiges zu tun. Und dann von weiter oben waren ja noch ein paar Fragezeichen zu tun. Da, da. Und irgendwo war noch eins.
Da muss ich mal schauen, wo das genau war. Weil manche Fragezeichen kommen ja erst auf, wenn man eine Nebenquest gemacht hat. Und dann als Ergänzung zur Nebenquest kommt das hinterher erst. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir uns das Krokodil vornehmen. Ciao, Leute.